Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Ion. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, die letzte Folge war ja zumindest für mich eine sehr traurige Folge. Wir mussten ja nach Onkel Balboa auf seiner Farm nach ihm suchen und leider kam da jede Hilfe zu spät. Diese bösen Lefaristen hatten ihn schon entdeckt. Ja, sie haben ihn gefangen gesetzt und haben ihn dann leider auch umgebracht, nachdem sie die Grundstückspapiere gefunden hatten. Und wir hatten dann die traurige Aufgabe, hier seinem Neffen Quitro die Nachricht zu überbringen. Der Gute war natürlich auch sehr bestürzt und er hat uns jetzt versprochen, dass er seinem Papa Manos, von dem wir ja ursprünglich die Quest erhalten haben, ihm einen Brief zu geben. Ja, dass er seinem Papa Manos diese traurige Nachricht versucht, irgendwie schonend beizubringen, aber das ist natürlich nie einfach. Die beiden standen sich wohl sehr nah, Manos und Balboa. Ja, diese blöden Lefaristen, das ist noch nett ausgedrückt, mit denen werden wir noch einiges zu tun bekommen. Ich bin ja jetzt hier in Tolbas und da würde ich sagen, werden wir diese Folge mal alle Quests noch einsammeln bzw. abgeben. Und dann schaue ich mal, wo genau wir starten. Wir haben ja jetzt schon 3 verschiedene Punkte, wo wir questen könnten. Natürlich hier alles in der näheren Umgebung. Einmal hier unten müssen wir noch Worgen töten. Hier hoch geht's in die Mine und hier drüben geht's in den Südwald. Also da haben wir einiges zu tun. Hoch, immer klicke ich den Greif an. Ihr kommt gerade recht. Es beruhigt mich, dass ihr ihn erledigt habt. Ja, wir sollten ja den Führer der Lefaristen auf Balboas Farm umbringen. Die Lefaristen werden nie wieder Macht über Tolbas ausüben können. Dank euch sind die Dorfbewohner von der Schreckensherrschaft der Lefaristen befreit. Im Namen von ganz Tolbas danke ich euch, Yvain. Gern geschehen. Oh, keine Folgequest. Das wundert mich. Ich dachte, da kommt jetzt noch etwas. Was habe ich denn hier? Magiewiderstand. Da nehme ich natürlich den hier. Ach so, ich habe sowieso 2 Ringplätze. Alles klar. Okay, was haben wir denn hier unten noch? Beris hat noch eine Quest. Muss ich nur erstmal schnappen hier. Der läuft hier wohl eine rote. Hallo. Ja. Braucht ihr irgendetwas? Oh, ihr seid es. Ein unerwünschter Dolch. Vielleicht könnte ich es als Brieföffner verwenden, aber niemand schickt mir Briefe. Ich könnte es auch an die Wand hängen, damit es sich jeder anschauen kann. Aber dann kann ich es natürlich nicht tragen. Warum habe ich das dumme Ding überhaupt gekauft? Was ist es denn? Wisst ihr, ich brauche ein neues Schwert. Also ging ich in den Waffenladen von der Vertheron-Zitadelle und sah diesen schönen Dolch mit all den hübschen Edelsteinen. Ivis sagte mir noch, dass ich den nicht nehmen sollte, aber er sah einfach zu gut an mir aus. Also habe ich ihn trotzdem gekauft und den ganzen Monatsverdienst dafür ausgegeben. Wo liegt nun das Problem? Das Problem? Ich kann damit nichts schneiden, weil er zu kurz und zu dünn ist. Wenn es Ivis Recht ist, dann würde ich ihn gern zurückgeben. Aber wenn ich mich selbst auf den Weg mache, dann erfahren alle, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oh je, der hat ja Probleme. Meint ihr, dass ihr ihn für mich zu Ivis bringen könntet? Das ist so nett von euch, Yvain. Ivis ist wahrscheinlich in seinem kleinen Laden in der Vertheron-Zitadelle. Bitte gebt ihn für mich zurück und sagt ihm, dass es mir wirklich leid tut, ja? Mal sehen, was ich tun kann, sage ich. Atreia wird wieder uns gehören. Okay. Das ist ja mal eine recht unspektakuläre Quest. Der ist nur zu schüchtern, ihn selber zurückzubringen. Wen haben wir hier? Nach höherem Streben ist mein Wahlspruch. Wenn ihr ein paar Kina übrig habt, dann seid ihr hier am richtigen Ort, meine Liebe. Wollt ihr nicht näher treten und euch meine Ware ansehen? Der Fehler des Trankmachers heißt die Quest. Oh Deva, ich gebe als Händler wirklich mein Bestes, aber selbst mir unterläuft von Zeit zu Zeit ein Fehler. Aber was für ein Fehler es diesmal war? Welcher Fehler? Gleich heute Morgen kam Geolus zu mir, um 30 Gegengifttränke von mir zu kaufen. Er hat den ganzen Tag mit giftigen Tieren zu tun, weshalb er sie auch braucht.
Während ich also die ganzen Flaschen für ihn zusammensuche, denke ich an all seine Bestien. Kurz darauf fiel mir auf, dass das Gegengift noch da ist. Und noch schlimmer, stattdessen fehlen die Antidepressiva. Und? Das ist ziemlich starkes Zeug. Normale Menschen kriegen einen Lachkrampf davon und sind anschließend total erschöpft. Umgeben von diesen Kreaturen ist Geolus in echter Gefahr. Geht ihr bitte zu seinem Lager und gebt Geolus dieses Paket. Es enthält die 30 Gegengifttränke und diesmal habe ich genau aufgepasst. Das Antidepressivum braucht ihr nicht zurückzubringen. Sorgt nur dafür, dass Geolus das Gegengift bekommt. Das ist, was zählt. Alles klar? Ich kann euch nicht genug danken. Seit die Antidepressiva verschwunden sind, wusste ich nicht, wo mir der Kopf steht. Bitte bringt dieses Paket zu Geolus und erläutert ihm mein Missgeschick. Ich hoffe, er ist noch bereit, etwas von mir zu kaufen. Ich kümmere mich darum. Gehabt euch wohl! Danke, danke. Lasst euch ruhig Zeit! Vielleicht könnte ich bei dem netten Herrn auch mal verkaufen. Den Kürbiswein werde ich mal behalten. Wobei ich bin mir nicht sicher, ob ich den Blockenstein brauche für diese Austauschquest von Manastein. Diese Lepharistenwappen, die konnte man früher irgendwo abgeben, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das noch gültig ist. Die hier meine ich. Aber die werde ich auch mal behalten. So. Kommt jederzeit wieder. Lasst euch ruhig Zeit. Bitte kommt herein. Wir finden sicher etwas Passendes für euch. Kürbiszeit. Dieses Wetter ist geradezu geschaffen für einen heißen Kürbiseintopf. Die Kürbisse von Belbuas Farm sind die besten. Da fällt mir ein, dass ich nicht weiß, was Belbua zugestoßen ist. Wir haben lange nichts mehr von ihm gehört. Die Dorfbewohner machen sich schon Sorgen. Ja, wir wissen ja, was passiert ist. Kürbisse. Momentan reifen viele Kürbisse auf Belbuas Farm. Belbua ist nicht da, Nola zu beschäftigt. Kann die Kürbisse nicht ernten. Kürbisse dürfen nicht verfaulen. Kannst du Kürbisse auf der Farm ernten? Ah, da werde ich nochmal zurückgeschickt. Das wäre natürlich gut gewesen, wenn ich die Quest schon vorher gehabt hätte. Für letzte Folge, aber das wusste ich nicht mehr. Aber nicht so tragisch, wir müssen ja eh nochmal in die Ecke. Hyannus Ernährung. Ihr kommt genau richtig. Kennt er Hyannu? Seine Frau Nemia hat mich gebeten, Otella-Suppe für ihn zuzubereiten. Nemia scheint sich Sorgen um ihren Mann zu machen. Bringt ihm schnell die Suppe, bevor sie kalt wird. Macht ihr das für mich, Yvain, und richtet ihm aus, dass Nemia nur sein Bestes will. Ich meine mich zu erinnern, dass man früher Otella-Pulver kaufen musste irgendwo in der Zitadelle. Haben die das geändert? Da war eine der großen Fragen hier im Channel immer, wo man dieses Pulver herbekommt für die Suppe. Seid gegrüßt. Oder ist es das? Deva, habt ihr einen Augenblick? Ich würde euch gern sprechen, sofern ihr Zeit hättet. Das Odella-Rezept. Ich habe keine Ahnung, warum mein törichter Ehemann nichts essen will. Er stromert kreuz und quer durch den ganzen Tolberswald und ist damit so beschäftigt, dass er zu essen vergisst. Er ist so dünn geworden. Ich sage ihm ständig, dass er etwas essen muss und dass er keine Energie für die Jagd hat, wenn er nichts isst. Aber dann winkt er immer nur ab mit seiner knochigen Hand. Ach Göttchen, das ist aber schade. Irgendwie muss ich ihn dazu bekommen, etwas zu essen. Ich muss ihm etwas vorbeibringen, dem er nicht widerstehen kann. Ich habe nachgeforscht und endlich eine Lösung gefunden. Odella. Das ist das beste Mittel, wenn es darum geht, wieder zu Kräften zu kommen. Und die braucht er jetzt. Woher wollt ihr es nehmen? Oh, ich habe schon welches. Ich musste zwar erst mit dem Schokohändler in der Zitadelle einig werden, aber das war es wert. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der das Zeug für mich zubereitet. Unser Dorfkoch hat damit geprahlt, dass er ein köstliches Gericht mit Odella zubereitet hat. Er meinte, dass es einen Trick dabei gibt, damit sich der Geschmack entfaltet. Deva, werdet ihr mir helfen? Ich muss meinem Ehemann doch helfen.
Erades, der Lebensmittelhändler, ist der beste Koch des Dorfes und weiß, wie man Odella zubereitet. Bringt das von mir gekaufte Odella zu ihm und bittet ihn, etwas Köstliches zuzubereiten. Ich werde tun, was ich kann. Aion wache über euch. Willkommen, Deva. Nemia hat also gehört, dass ich Odella zubereiten kann. Und dieses schimmlige Zeug soll Odella sein? Nun, ich will ehrlich sein. Vielleicht habe ich etwas übertrieben. Ich habe keine Ahnung, wie man das Zeug zubereitet. Aber lasst es ruhig hier. Ich bin der beste Koch der Gegend. Und ich kann es ganz sicher in etwas Essbares verwandeln. Es wird aber leider nicht das großartige Festmahl sein, das Nemia erwartet. Aber was will man machen? Lasst uns mal überlegen. Odella dürfte ideal für die Suppe sein, aber mit diesem Geruch wird das nichts. Niemand würde das essen, wahrscheinlich verscheucht es sogar die Kobolde. Ich brauche etwas, das kräftig genug ist, um den Geruch zu kaschieren. Ah, hab ich verwechselt, Wertheron-Pfeffer, genau, das war die Zutat, die man besorgen musste. Natürlich, Wertheron-Pfeffer, das überdeckt wirklich alles. Jetzt darf man nur nicht damit übertreiben. So, jetzt werde ich mal meine Utensilien vorbereiten. Wo wir gerade dabei sind, könntet ihr mir etwas Wertheron-Pfeffer besorgen? Sicher. Okay, den gibt's in der Zitadelle, soweit ich mich erinnern kann. Das hatte ich mit dem Odella-Pulver verwechselt. Okay, sind noch drei Quests. Wahnsinn. Wo ist denn die dritte? Ach, da hinten. Wünscht ihr etwas von mir? Ein Geschenk für eine Pilgerin. Arieluma, ich heiße Hanontus. Herzlich willkommen auf meiner Farm. Ich sage euch, wahren Glauben habe ich schon gesehen, aber nur in den Augen anderer. Es kam einmal eine Pilgerin hier vorbei, die ich bei mir übernachten ließ. Aha. Man konnte sofort sehen, dass sie nicht lange bleiben würde, weil sie höhere Ziele verfolgte als erfolgreiche Landwirtschaft. Erzählt mir mehr. Also gab ich ihr ein Zimmer und ließ es ihr an nichts mangeln. Das ist nur gerecht, denke ich, denn Pilger haben ein schweres Leben. Und das war sie nun mal, auf dem Weg zu jedem Heiligtum in Elysea, um jeden geweihten Ort ihre Anerkennung zu erweisen. Das hat etwas Inspirierendes für mich. Ich habe versucht, sie zu überreden, doch noch ein bisschen zu bleiben und mir etwas über Ariel und die Seraphim-Gebieter beizubringen. Es war selbstsüchtig und auch erfolglos. Sie war nur ein paar Tage hier. Was geschah dann? Heute habe ich erfahren, dass die Pilgerin und ihr Ehemann das Dorf in Richtung Zumion-Schlucht verlassen haben. Lange können sie noch nicht unterwegs sein. Ich wollte dies hier Anasia geben, aber ich bekam keine Gelegenheit und den Hof kann ich jetzt auch nicht verlassen. Könnt ihr mir helfen, Deva, ihr dies überbringen? Ich bin mir sehr sicher, dass sie in der Zumion-Schlucht ist. Ja, das ist auch wieder ein neues Gebiet, auch hier in der Gegend. Ihr seid zu freundlich. Ich werde euch das nicht vergessen. Ich habe etwas getrocknetes Porkusfleisch gesalzen, um ihr auf der Reise zu helfen. Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie auf einer solch ehrbaren Reise hungern muss. Bitte gebt ihr dies und lasst sie wissen, dass ich den tiefsten Respekt für sie und ihre Arbeit empfinde. Das werde ich. Es war mir ein Vergnügen. So, jetzt sind hier unten noch zwei Quests, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass die uns beide hier hoch in die Mine schicken. Und, ach, da ist noch eine Quest, okay, Moment. Dann gucke ich noch hier, weil bei ihr bin ich mir nicht sicher. Herrlicher Tag, nicht wahr? Okay, das geht auch oben in die Mine. Leb wohl. Dann würde ich fast sagen, wir gehen mal hier in Richtung Hof wieder. Also Richtung Belbuas Farm. Oder Moment. Wir müssen ja nach Wertheron zurück in die Zitadelle.
und da den Pfeffer besorgen und diesen Dolch zurückbringen. Das machen wir mal zuallererst. Gute Reise. Da fliege ich gerade mal hin. Da kann man sich die Gegend ja auch noch ein bisschen von oben ansehen. Damit wir heute wenigstens ein, zwei Quests fertig bekommen haben. Sonst habe ich ja die Folge hier nur Quests angenommen. Diese Worgen müssen wir auch noch töten. Da drüben ist der Belbuas Farm. Hier. Oh, eine neue Quest. Ich glaube, da werden wir schon in diese offene Instanz geschickt. Da bin ich mal gespannt, wie ich die machen werde. Da brauche ich nämlich eine Gruppe. Und es war schon damals nicht ganz einfach, Leute dafür zu finden. Und jetzt im Let's Play wird es auch nicht einfacher werden, denke ich. Schauen wir mal. Arialuma. Erstattet Bericht. Ah, das war auch eine Quest, die wir hier abgeben müssen. Wir hatten ja bei Belbuas Farm innen drinne im Häuschen eine Nachricht gefunden, dass die Leferisten das Observatorium angreifen wollen. Ihr wart also auf Belbuas Farm. Diese Lefar zu beobachten war doch schwieriger, als wir zunächst dachten. Sie operieren sehr im Verborgenen und unsere Infiltrationsversuche waren bislang völlig erfolglos. Sanctum möchte allerdings wissen, warum sie hier sind. Darum können wir sie nicht einfach töten. Erzählt mir, was ihr gefunden habt. Ihr solltet das hier lesen. Was steht da? Oh. Wir haben sie unterschätzt, was ihre Fähigkeiten betrifft, ihre Pläne, ihre Anzahl, einfach alles. Wieso wollen sie das Ätherfeld schwächen? Sind die Leferisten etwa mit den Balaur verbündet? Ich muss Sanctum informieren. Vielen Dank für alles, was ihr getan habt, Yvain. Wir stehen in eurer Schuld. Ich bestehe darauf, dass ihr das hier annehmt. Okay, keine Folgequest erstmal. Aber wir werden auch noch zum Observatorium geschickt, das weiß ich noch. So, wo ist denn der Waffenhändler? Das ist ein Lebensmittelhändler, aber der könnte den Pfeffer haben. Ja, braucht ihr irgendwas? Sieht aber nicht danach aus. Nee. Arialuma. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo man den kaufen kann. Wen haben wir hier? Ah, Ivis. Schöner Tag, nicht wahr? Im Ernst, Yvain, man sollte Krieg und Mode nie in einen Topf werfen. Waffen sind dazu da, dass man den Gegner so lange trifft, bis er blutet und zu Boden geht. Wenn die Leute weiterhin mit diesen angeberischen Waffen herumlaufen, dann wird sie das noch teuer zu stehen kommen. Hier ist der Dolch. Ich habe ihm gesagt, dass er ihn nicht braucht, aber er wollte nicht hören. Er bekommt sein Geld zurück und dann kann er sich ein ordentliches Schwert kaufen. Diese aufdringlichen Waffen sind für wichtigtuerische Edelleute, aber nicht für zähe Jungs vom Land wie Beris. Alles klar. Das ist aber nett von ihm, dass er ihm das Geld zurückgibt. Das würde nicht jeder Händler machen. Heilmittelhändler vielleicht hier? Wünscht ihr etwas von mir? Nein. Ihr könnt mir vertrauen. Wo könnte es diesen Pfeffer geben? Handelsagentur. Ist da noch ein Verkäufer drin? Nein, nur Agenten. Okay, dann werde ich mich bis zur nächsten Folge mal informieren. Was haben wir hier noch? Arialuma. Ja. Das ist diese offene Instanz. Da warte ich nochmal. Da gibt es nämlich auch Quests für Sanctum dafür. Und Perinens. Seid gegrüßt. Da bin ich mir unsicher. Aber ich würde sagen, die Quests nehmen wir dann in der nächsten Folge mal an. Dann bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!